Es gibt in FIFA eine neue Aufgabe, nämlich die geheime Geschichtsstunde. Hier ist besonders, dass man nicht genau weiß, was man eigentlich wirklich machen muss. Wir haben es herausgefunden und zeigen dir jetzt genau, was du für die Aufgaben machen musst. Generell ist hier der Spielmodus erstmal egal, du kannst es also in Squad Battles auf Anfänger machen oder auch gegen einen Freund. Was ist aber hier jetzt zu tun? Gehen wir die Aufgaben mal durch. Bei der ersten Aufgabe geht es um Brasilien gegen Uruguay. Das war das Spiel mit den meisten Zuschauern jemals. Uruguay hat 2-1 gewonnen, bei der Aufgabe musst du also 2 Tore in einem Spiel mit Uruguayern erzielen. Bei der zweiten Aufgabe ist der historische Sieg von Deutschland gemeint, nämlich gegen Brasilien, das 7:1. Hier müsst ihr einfach ein Spiel gewinnen und zwar mit mindestens 7 Toren. Das ist also recht einfach. Bei der dritten Aufgabe geht es auch um ein deutsches Spiel, nämlich bei der Heim-WM, als sie gegen Italien verloren haben und hier ist eben der Last-Minute-Treffer von Del Piero gemeint, per angeschnittenem Schuss. Das heißt also, dass ihr in einem Spiel ein Tor mit einem italienischen Spieler per angeschnittenem Schuss erzielen müsst. Wie du so einen angeschnittenen Schuss machst, erfährst du oben in der Infokarte. Bei der vierten Aufgabe ist die WM 1950 gemeint. Hier hat USA überraschenderweise gegen England gewonnen. Ihr müsst also in einem Spiel mit einem USA-Spieler treffen. Das Spiel wahrscheinlich auch noch gewinnen, aber das ist ja eh klar. Bei der fünften Aufgabe ist ein Spiel zwischen Schweiz und Österreich gemeint, bei der WM 1954. Hier wurden satte 12 Tore geschossen und aus jeder Mannschaft hat ein Spieler einen Hattrick erzielt. Bei der Aufgabe musst du also in einem Spiel 3 Tore mit einem Österreicher und 3 Tore mit einem Spieler aus der Schweiz machen. Das ist schon mit die schwerste Aufgabe. Bei der letzten Aufgabe hilft uns der Aufgabenname schon sehr weiter, nämlich Salto. Hier ist natürlich Klose mit gemeint. Der hat als einer der wenigen Spieler in 4 separaten WMs ein Tor erzielt. Das heißt, du musst mit einem deutschen Spieler in 4 separaten Spielen ein Tor erzielen. Wie du siehst, kannst du theoretisch alle Aufgaben in einem Spiel schaffen, außer eben die letzte Aufgabe. Wichtig ist natürlich, dass ihr alle benötigten Nationen in eurem Team unterbringt. Das heißt, ein Tor mit einem deutschen Spieler, ein Finesse-Tor mit einem italienischen Spieler, 2 Tore mit Uruguayern, ein Tor mit einem USA-Spieler, ein Dreierpack mit einem Schweizer und ein Dreierpack mit einem Österreicher. Im Hintergrund siehst du jetzt unser Team, schau einfach nach, was du im Verein hast und bau dir dann auch so ein Team. Wie gesagt, kannst du das Ganze entweder gegen einen Freund machen, der dann auch das Spiel aufgeben kann, oder in Squad Battles dann auf Anfänger. Du kannst auch auf Halbprofi spielen, um noch was für andere Aufgaben zu erledigen, zum Beispiel bestimmte Tokens-Aufgaben oder auch was für Toko Ekambi. Dann ist es nicht ganz so leicht, aber auf Halbprofi sollte das trotzdem noch gehen. In dem Spiel machst du dann einfach die Tore, die du brauchst. Du kannst ja auch noch Spiele mit auf die Bank nehmen, zum Beispiel World Cup-Karten. Du kannst auch in-game umstellen, zum Beispiel den Schweizer dann in den Turm stellen, falls du das brauchst. Aber gerade in Squad Battles auf Anfänger sollte man die Aufgaben einfach richtig leicht schaffen. Du kannst dann auch den Controller weglegen und das Spiel läuft einfach runter. Wie du siehst, hat bei uns eben alles geklappt, außer wie gesagt für die letzte Aufgabe, wo man 4 Spiele braucht. Das kannst du dann entweder noch in Rivals ganz normal machen oder eben in einem Spiel gegen einen Freund. Dann schaffst du auch das relativ schnell. Schauen wir noch eben, was man hier überhaupt bekommt. Für die einzelnen Aufgaben immer jeweils ein 7,5k-Pack oder ein 2 seltene Goldspieler-Pack, am Ende ein 15k-Pack. Und für die gesamte Aufgabe sogar noch ein besseres Pack. Hier wissen wir ehrlich gesagt nicht ganz, was gemeint ist, aber wir tippen mal ein 50k-Pack mit einem Spieler, der mindestens ein 84er-Rating hat. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Das war's soweit. Hast du noch Fragen? Wenn ja, dann schreib uns das gerne in die Kommentare. Über ein Like freuen wir uns natürlich auch und wir sehen uns beim nächsten Video.